Und damit herzlich willkommen zu endlich mal wieder einem Let's Play Super Mario 3D Land. Ja Leute, es ist, wann rausgekommen, 2013 oder so, keine Ahnung, scheißegal. Ich wollte auf jeden Fall sagen, weil die Sache ist halt einfach nur zum Sagen, ich finde einfach kein Let's Play mehr für meine Nintendo DS. Ich habe zwar noch ein paar Spiele, aber die haben halt überhaupt nichts mit Nintendo zu tun. Das wäre nur American Dragon oder so. Und das sind einfach nur langweilige Spiele. Deswegen, Leute, dachte ich mir, es ist mal Zeit, einen neuen Geschmack zu machen, nämlich mit Nintendo 3DS. Ja, das Nintendo Let's Play wird übrigens abgebrochen, weil ich die Disc nicht mehr finde. Und so kann ich auch keine Parts mehr machen. Aber scheiß drauf, wir starten jetzt mal eine neue Welt und sehen, was wieder so passiert ist in der Mario-Welt. Let's go. Ach, wir müssen uns ein Mii aussuchen. Ja, ich will natürlich mein Mii. Okay, ich habe hier übrigens auch noch eine eigene Spielerdatei. Datei wurde angelegt. Let's go. Alles klar, es geht sehr, sehr stürmisch. Haben die keine Wetteransage gemacht? Alter, das ist so ein creepy, wie diese Bäume da kommen und dieses Lachen. Ach du heilige Scheiße. Ey, voll coole Arsch. Voll cool Arsch. Oh no, der ist weggelassen worden. Ach so, wegen die Tanukis oder so, ne? Ach, und jetzt haben denn die Gegner wahrscheinlich Tanuks bekommen. Und hier ist ein Brief angekommen, was ist das? Oh nein. Oh oh. So, erkennt man das in 3D? Nicht, oder? Erkennt ihr das, Leute? Also ich erkenne es auf jeden Fall gerade in meinen Augen. Schnell, Leute. Why are you running? Why are you running? Why? Running! Und by the way, Leute, danke für 52 Abonnenten. Vorher hatten wir 53, aber trotzdem. Alter. Ja, genau, stress halt komplett, Junge. Erst genauso wie ich, wenn ich einen Bus verpasst habe. Ja, chill erst mal, Junge. Okay, jetzt sind die letzten Tage von den Fäden. Ich eigentlich wollte den Fäden was hochladen. Habe ich ja auch, diese Schwimmvideos. Ja, aber ich dachte mir, es ist immer Zeit wieder für Gaming. Auch wenn ich jetzt der coole David heiße. Und eigentlich heiße ich sogar noch Nintendo Gamer irgendwas. Keine Ahnung. Deswegen, Leute, weil ich noch ein bisschen mein Spitzname Nintendo Gamer heiße, werden auch noch Nintendo Let's Plays kommen. Weil ich einfach selbst wieder Bock darauf habe, Leute. Ach, und by the way, ne? Panda Girl, falls du das Video hier siehst, ne? Ich wollte nur sagen, erstmal Grüße gehen an dich raus. Und ich wollte sagen, falls ich dir jetzt dann nicht mehr bei YouTube bei deinen Antworten antworte, nicht wundern, ich habe irgendwie von YouTube jetzt so eine Späte bekommen. Ich kann jetzt so für 15 Stunden nicht mehr Kommentare schreiben, generell. Heißt erst heute um 22 Uhr wieder. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, ne? Ja, so. Tanuki mal schauen. Ah, ja, dann kann man mit seinem Schwanz gegen Alter. Dein Schwanz ist echt hart, das kann man jetzt auch falsch verstehen, aber gut. Also Mario, wenn du so einen harten hast, glaubt die Frauen werden echt auf dich stehen, ich sag dir. Dann brauchst du die Peach nicht mehr, Peach Sehne. Du bist eh in der Nummer zu groß für Peach. Alter. Voll chillig. Alter, das macht voll Spaß, Junge. Ich muss ja nicht mehr da drauf steigen. Jetzt kann man die auch endlich mal hier so weghauen. Ey, endlich mal was Spaß macht. Auch wenn es die, Tanuki schon so lange gibt. Ach du Kacke, da ist ein Giga. Giga-Chat. Putz. By the way, Leute, mein TikTok-Kanal wurde leider gelöscht. Weil irgendwelche Freunde von mir, und ich weiß schon, welche Stan Luca, falls ihr seid, ne? Ihr seid solche Nichtsgönner, ne? Die haben halt meine Videos angefangen zu sperren, weil ich halt noch nicht 13 bin. Aber ich werde dieses Jahr 13. Und dann haben die auch noch mich gemeldet, weil irgendwie dumme Gründe wegen Terrorismus. Und jetzt ist mein TikTok-Kanal eben weg. Und ja. Okay. Weiter geht's. Ja, jetzt endlich mal. Ja, Mann, so soll das Musik sein. Alter, die Musik ist mega chillig. Nice. By the way, Leute, ich habe übrigens noch eine kleine Story am Rande. Ich wollte gestern muss mein Zimmer aufräumen und ich bin dabei irgendwie drauf gekommen, mein Zimmer vielleicht umzubauen. Also das bleibt hier so wie es ist, der Tisch, weil er ist so perfekt. Ich wollte aber nur sagen, ne, ich habe ja so ganz, ganz viele Poster an der Wand. Die an der grünen Wand jetzt alle habe ich da leider weggetan,
Weil für mich sah das halt irgendwie alles kindisch aus. Auch wenn meine Videos zum Teil kindisch und cringe sind. Aber trotzdem macht es doch. Also trotzdem. Ich bin jetzt auch gerade sehr vieler Fan von Cobra Kai. Ihr kennt Cobra Kai sicher. Wer nicht, der tut mir leid. Cobra Kai ist eine Serie, wo es um Karate geht. Und ich interessiere mich gerade sehr, sehr für Karate. Auch weil ich Taekwondo mache und so. Aber ja. Bam. Und by the way, Leute. Es wird auch mehrere Let's Plays auf dem 3DS geben. Also es wird noch kommen New Super Mario Bros. 2. Tomodachi Life habe ich schon ein paar Videos gemacht auf meiner eigenen Insel. Da werde ich nichts dran ändern. Ich denke gerade noch nach. Vielleicht mal Luigi's Mansion, weil wenn ich mal, wenn ich zum Geburtstag, also weil ich werde das auch wieder Geld sparen und als ich gebe meine Hefte natürlich auch noch, ich gebe mein Geld, mein gespartes Geld auch immer für Lego Minecraft und Pokémon Hefte aus, aber ich werde mir zum Geburtstag nicht so viel wünschen. Vielleicht werde ich höchstens ein 3DS spielen oder so. Weil desto weniger ich mir wünsche, desto mehr Geld bekomme ich. Und das Geld ich habe, desto mehr Spiele kann ich mir kaufen. Wisst ihr? Auch wenn es in Müller, auch wenn es in den Shops heute noch kaum überhaupt 3DS-Spiele gibt. Also ich will mir noch ein paar Zelda. Also ich bekomme übrigens noch von meinem großen Bruder Yoshi ein paar 3DS-Spiele, weil mir mal so Bilder geschickt hat von 3DS und DS-Spiele. Und ich bekomme da ein paar Spiele, hat mich gefragt, welche Spiele ich da alles will, aber ich habe gesagt, weil da gab es so Sonic-Spiele mit zwei Sonic-Boom-Spiele, dann Sonic Generations und noch ein anderes Sonic-Spiel und ich habe eben gesagt, ich will die ganzen Sonic-Spiele und da gab es auch irgendwie so ein Mario Bros-Spiel, keine Ahnung. So, gemischt mit einem anderen Spiel. Auf jeden Fall, ja. Werde ich mir vielleicht auch noch mal ein paar Zelda-Games kaufen, wenn ich älter bin, also ich will mal... Es gibt noch eine Menge Spiele, die ich für diesen 3DS haben will. Smash Bros. Für den 3DS, selbst wenn ich nur die Demo-Version hier habe. Warte, was noch? Dann Zelda Ocarina of Time, Zelda Majora's Mask, weil Majora's Mask ist einfach nur ein Meisterwerk. Schon auf dem N64, obwohl ich keinen hatte. Als ich habe von den meisten gehört, ey David, das ist so ein Meisterwerk. Oh, jetzt muss ich besiegen. Hä, voll easy. Gut. So. Auf jeden Fall gibt's da, ich will mir noch ein paar 3DS-Spiele holen. Ja, ich weiß schon, wie das Spiel geht. So, ich wollte auf jeden Fall nur sagen, ich hätte mir auch eventuell Luigi's Mansion holen, den ersten Teil, weil den gibt's ja auch für den 3DS. Und dann noch Luigi's Mansion 2, Mario Kart 7. Noch nie Mario Kart. Ich wollte Mario Kart DS Let's Play, aber mein Freund hat mein DS mit ein paar Spielen geliehen. Ich hoffe, der gibt sie wieder zurück. Ah, muss mit der Kamera muss halten. Kann ich mich so steuern? Ja doch, ich kann auch so steuern. Dann passt es. Okay. Hä, wer sucht mich da? Andu? Junge, wo bist du? Da bist du. Jo, wie weit wirfst du? Hast du mal einen Basketball-Wettbewerb gewonnen oder was? Go. Hä, voll easy. Das Spiel ist zwar ganze 10 Jahre alt, aber es lohnt sich dennoch, Leute. Selbst wenn es 10 Jahre alt sein mag. Was? Ich hab doch extrem raufgespammt. Egal. Und ich spam jetzt hier die ganze Zeit rum. Ich bin jetzt einer dieser 5 Klässler, der auf WhatsApp immer mit Stickern rumspammt. Kennt ihr diese 5 Klässler? Ich bin jetzt 6 Klässler endlich. Und Leute, noch frohe Ferien nachträglich, selbst wenn die jetzt bald vorbei sind. Ich wollte sagen, ich habe ein Zwischenzeugnis bekommen. Darüber werde ich auch noch mal ein Kurzvideo machen. Und Leute, ich wollte sagen, ich gehe auf eine Mittelschule, ja, Mittelschule Obing. Und ich wollte euch sagen, ich habe das Zeug zum M-Zug. Vielleicht die meisten Hauptschüler, die auch auf eine Hauptschule gehen, wissen ja, was M-Zug sicherlich ist. Leute, ich kann einfach auf den M-Zug gehen. Wie geil ist das denn? Also muss er in 3 Hauptfächern, Mathe, Deutsch und Englisch, gut sein. Mathe habe ich, glaube ich, eine 3, Englisch eine 2 und Deutsch auch eine 3. Und das halt so, dass wenn man noch 8 Punkte hat, dann schafft man das.
aufs, wenn man 8 oder unter 8 Punkte hat, dann schafft man das auf M-Zug. Aber wenn man 9 Punkte hat oder mehr, dann schafft man das halt nicht. Wisst ihr? Ein Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel in Mathe eine 4 habe, in Englisch eine 4 und Deutsch eine 4, das ist dann 3x4 ist ja 12 und dann kann ich nicht auf M-Zug gehen. Aber ich werde auf jeden Fall auf M-Zug gehen, weil dann kann ich eine gute Ausbildung machen. Wie? Bro. Zähl ich mal Moslem. Leute, komm, scheiß drauf, ich schalte dich jetzt frei. Ich will mal schauen, was es ist. Irgendein spezielles Level. All dieser Sounds. Yo, okay, dann testen wir mal das Level hier. Wir werden jetzt die erste Welt durchspielen. Wie bei Mario Bros. DS. Wir spielen jetzt die erste Welt durch. Und ja, nice Musik. By the way, Leute, ich habe das Spiel seit 2021, glaube ich schon. Oder 2022 habe ich mir mal von Lamm gekauft. Mit einem Freund von mir, namens Sebastian, der genießt das Spiel auch sehr. Hat gesagt, ich soll auch bei seiner Welt ein bisschen weiterspielen, was ich nie gemacht habe. Sorry, Sebastian, wenn du das Video hier siehst. Aber ja, es gibt halt mehr bessere Spiele auf dem 3DS. Tomodachi Life zum Beispiel. Okay, nice. Hier mal Stern bekommen. Oh mein Gott, ich hätte dich da schon nicht mehr getroffen oder so. Wo sind wir jetzt hier? Fucking Subway Surfer. Okay, wo sind wir? Ah, Checkpoint. Warte, was ist da oben? Da oben ist nichts. Okay. War nicht nach oben, ja, was? Irgendein Secret. Okay, jetzt muss ich hier zurück. Oh, bitte treff mich nicht, Oh mein Gott, nein. Alter, ich hatte schon so Schiss, dass ich jetzt in die Kippe dann durchstürze. Oh mein Gott, ja, übertreib, Alter, auch, Junge. Power-Up werde ich jetzt nicht nehmen. Okay. Oh ja, Mann, Tanuki. So, jetzt haut da drauf. Haut drauf. Okay, alles gut. So. Weiter geht's. Morgen ist eine Schule, ich hab gar keinen Bock. Ich will lieber zu Hause bleiben, während ich hier schön zock. Keine Ahnung, ich flieg jetzt hier straight up drauf und ich hoffe, dass ich mein Leben nicht verkacke. Ich hab verkackt. Upsi. Okay, dann eben Neustart. Geht erst 13 Minuten, das schaffen wir easy going. Ich muss nur schauen, dass ich die Starcoin hole. Weil die Starcoin braucht man sich auch für Level freischalten, weil ab der 8. Welt irgendwie muss man Levels freischalten. Oh mein Gott. Um wieder weiterzukommen. Alter. Junge, das ist immer so. Ah, by the way, Leute. Traurige Nachricht, ja eigentlich Leute, nächsten Monat am 23. März sollte der Mario Bros. Film im deutschen Kino erscheinen, aber ich habe Leute, schaut mal gerne auf Domtendos Kanal vorbei, weil Domtendo hat kurz einen Report gemacht und da hat er gesagt, der Super Mario Bros. Film wird vom 23. März leider verschoben auf irgendeinen Juni-Tag, keine Ahnung welcher Tag es ist, auf jeden Fall Juni. Ist ein bisschen traurig, aber hey, Juni ist mein Geburtsmonat. Ja. Ich komme sogar danach, dem 5. Juni. Ja, weil am 5. Juni habe ich ja Geburtstag. Vielleicht werde ich auch ein Geburtstags-Special-Video machen. Oder ich werde einfach so mich selbst auf die Schulter klopfen. Hast du gut gemacht, Alter. Okay, jetzt keine Scheiße bauen. Du bleibst da. Okay. Ich baue jetzt keine Scheiße. Alter, wie es kann, das ist Junge im echten Leben, Digga, das wird mir nicht mehr überleben. Vor allem Mario chillt da so wie still, chillt da einfach so richtig still rum, so weißt du? Minecraft einfach, lul. Easy going, bam, bruh. Okay. Ich bin zu müde.
Okay. Wie hat deine Mama gesagt? Ich bin deine Mama. Ich bin ein Daddy. Okay, Spaß. Sagt, wenn du nur Panda bist zu mir. Spaß, Spaß. Warte, Witze, auch eine Witze. Falls du es hier siehst, Panda Girl, sorry. Was ist das jetzt? Ja. Wow. Nee, weißt du, das habe ich schon. Ich brauche das nicht. Dankeschön. Ach, das steht noch da? Oder geht's jetzt dann weg? Ich kann heute die Vollblume haben, oder? Brother, weg. Armer Toad wurde zusammengequetscht. Okay. Ab zum finalen Level von der ersten Welt. Weiß ich, die ganze 8 Welten sogar. Oder 6 Welten, keine Ahnung. Bam, Alter. Oh, ja, Mann. Und jetzt kommt diese eine Musik. Die Musik ist geil. Yo, was für eine geile Musik. Also im DS-Teil war die Musik zwar okay, aber das hier mal legendär. Leute, by the way, ich kenne die Musik, weil bevor ich Mario 3D Land gespielt habe, habe ich vor langem, als ich jünger war, Mario 3D Worlds gespielt. Mit dem Katzenanzug, so, wisst ihr? Weil die Wii U war tatsächlich einer meiner ersten Konsolen in der Kindheit. Also die Wii und die Wii U. Und meine ersten Konsolen, die ich in der Kindheit gehabt hatte. Das waren die allerersten Spiele. Und da kenne ich die Musik und ich mochte die Musik auch so sehr. Ja. Die meisten sagen, die Wii U ist eine schlechte Konsole, aber ich sag, Bro, einfach gute Kindheit. Ich kann damit nicht kitsch sein. Alter, die Musik, Junge, ist nicht legendär. Es fühlt sich gleich an, als würde ich irgendwie so gegen mächtigen Boss kämpfen. Dabei kämpfe ich einfach nur gegen einer fetten Schildkröte mit Hörnern, die einen Schwanz von einer Eidechse hat und die Feuer kotzen kann. Ja, und dabei, was mache ich da? Meine Mission ist, eine Pfirsich zu retten. Da ist sogar, no front, aber diese Logik von Mario Bros. Da macht sogar mehr, da ist sogar Zelda Triforce Heroes alleine spaßiger. Bam, jetzt kann ich hier schauen. Ah, oh, nee, ist nichts, oder? Okay, Alter, Junge, ist so schissig eine 3D, okay. Oh mein Gott, die Knochen sind trocken. Hier ist Bowser. Holy shit. Jo, legendär. Also 3D besser als 2D. Oh, jetzt muss ich ausweichen. In 3D. Alter, wie geil ist das? Die Steuerung ist ziemlich beschissen. In 3D. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich dann in eine Lava falle oder nicht, weil es hier alles 3D-mäßig ist. Okay, hör auf. Geh weg. By the way, motherfucker. Oh mein Gott. Geh weg. Du Geringverdiener. Bam. Hier gönn dir mal ein Bad. Schön heiß, ne? Ja, schön heiß. Weißt du, magst es. Hä? Wie random. Nein! Mann, das wollte ich als alte Balken. Egal, ich habe hier schon zweimal. Brauche ich jetzt nicht mehr. Ja, wow, hier bekomme ich meinen Schwanz ins Gesicht. Oh mein Gott, was mache ich hier eigentlich? Der Kanal wird gesperrt. Okay, I guess. Und gut. Leider kein Leben geschafft, aber scheiß drauf. Und sogar alle 3 Star Coins. Nice. Easy. Hä, wie einfach ist das denn? Bam, nochmal ein Warm-up bekommen. Jetzt haben wir ganze 11 Leben. Und das alles in Part 1. Okay, das Video geht schon ganze 19 Minuten lang. So. Ja. Okay, dann würde ich mal sagen. Das war's mit dem Video, oder? Ja, wir haben die erste Welt easy durchgeschafft. Mit nur 6 Levels. Ne, 5 Levels. Okay, ging jetzt ein bisschen kurz. Okay, 19 Minuten. Okay, das ist schon ziemlich lang. Okay, Leute, also. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bleibt auch beim nächsten Mal wieder dran. Und bitte, Leute, vergesst nicht. Liken und abonnieren. Wir haben jetzt ganze 52 Abonnenten. Und Leute, vielleicht schaffen wir sogar noch 100 Abonnenten. Ich weiß, 100 Abonnenten sind nie viel, aber würden wir 100 Abonnenten schaffen, für mich wäre das wirklich viel, Leute. Vielleicht kommt dann auch wieder ein Special, wer weiß.
Also Leute, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Passt auf euch auf. Und Leute, vergesst nicht, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Glocke aktivieren ist immer ganz wichtig, damit ihr kein anderes Video mehr auf diesem Kanal von Nintendo, von dem coolen David verpasst, auch wenn ich Nintendo heiße. Egal, das war's, mein dumm Gelaber. Bis dann und ciao, euer cooler David.